Rando Hakobian ist 3 Jahre älter, er ist 29. Er ist von Baden, gebürtiger Armenier. Und er hat seine Kampferfahrung im Gegensatz zu seinem Gegner beim Amateurbereich gemacht. Er hat 130 Amateurkämpfe bestritten, ist 4-mal Schweizer Meister geworden. Und seit 2015 ist er in den Profiboxer-Ring inne. 14 Kämpfe bestritten, 12-mal gewonnen. Einer ist verloren, einer ist unentschieden. Von diesen Gewinnungen hat er 15-mal K.O. gemacht. Am Ring der Gabor Vetö. Er ist auch hier in Bern als Boxtrainer verantwortlich und schaut, dass der Rando Hakobian das richtige Rezept findet für die vielleicht 6 Runden. Also noch einmal, Hakobian in der schwarzen Hose, Lewitzkis in der grünen Hose, im Superlicht, wo maximal 66,6 Kilo schwer ist. Der zweite Kampf also zwischen Rando Hakobian und Ivan Lewitzkis. Wir haben es gehört, ein absoluter Routinier, der letzte viele, viele Kämpfe hatte schon bestritten. Der Kurssaal mittlerweile ausgezeichnet gefüllt und der Lette, der kämpfte schon zuletzt in Deutschland gegen einen deutschen Shootingstar. Dort waren die Sympathien auch einseitig verteilt. Das wird heute hier im Berner Kurssaal nicht anders sein. Wir drücken natürlich Hakobian die Daumen. Was erwartest du von ihm vielleicht in den ersten Sequenzen, Runden dieses Kampfes? Wenn der Hakobian wiederkommt, muss er studieren, wie er es jetzt macht. Weil der Mann, den er hat, ist schlagstark, ist ein bisschen schwerer und hat eine riesige Erfahrung. Oder? Und man sieht, wie intelligent der Hakobian ist. Er tut ganz gut aufpassen, weil bei ihm ist das Ziel immer ganz klar der K.O. Wir durften vor dem Kampf auch noch mit Rando Hakob sprechen. Zeigte, sagen wir es mal, so einen gesunden Respekt vor seinem heutigen Gegner. Ja, das ist bei ihm nicht unbedingt normal. Könntest du das ein bisschen weiter erklären? Ja. Er ist ganz selten selbstbewusst. He? Unglaublich. He? Aber er tut jetzt denken, man sieht es, er passt auf, er tut den Gegner studieren und jetzt probiert er, die erste Serie zu platzieren. Hat er in diesem Jahr einen großen Titel feiern können mit dem Gewinn der Schweizer Meisterschaft im Superleichtgewicht. Sein Gegner tut die Auslage wechseln zwischen ihnen, um ihn zu verwirren. Aber das wird ihm nicht gelingen beim Hakobian. Ist das eine häufig angewandte Taktik? Nein, weil das ist gefährlich. Erste Runde vorbei. Wirklich viel geschehen ist noch nicht. Eine größtenteils ausgeglichene Runde, oder irre ich mich da komplett? Ja, nein, die Runde war ausgeglichen. Na, war ich da schön aus? Schon der 8. Kampf in diesem Jahr für den Letten, also ein Mammutprogramm.
für Ivan Slewitzkis. Ringfrei Runde 2. Der Ringrichter gibt Runde 2 gleich frei. Auch kein Unbekannter, Ueli, mit Marcel Werther. Absoluter Experte, jahrelang schon mit dabei in verschiedenen Funktionen. Ganz genau. Der Marcel Werther ist Garant für saubere Ringrichterei. Und in allen Funktionen als Punktrichter hat er immer grosse Klasse bewiesen. Ein richtiger Härtetest heute für Jakob, dieser Ivan Slewitzkis, Profiboxer, Berufsboxer. Seht jetzt auch, wie der Jakobian variabel boxen. Er tut nicht immer die gleichen Schlagserien geben. Er tut gut schauen. Und das zeichnet ihn aus. Ein absoluter Kämpfer vor dem Herrn. Sehen Sie auf seiner Brust dieses Löwentattoo. Soll auch ihn ein bisschen widerspiegeln. Einer, der nie aufgibt. Bisher noch keine richtigen Wirkungstreffer zu sehen in diesem Kampf. Der Jakobian ist jetzt zweimal angekommen. Und es ist erstaunlich, wie er sich gegen so einen ausgebufften Profi tatsächlich für den Kampf einstellt. Schlägt sich allerdings auch gut, Ivan Slewitzkis. Absolut. Natürlich auch recht herzlich willkommen heißen hier in Bern. Zum ersten Mal kämpft er überhaupt in der Schweiz, hat schon in vielen Ländern geboxt. Und es bewahrheitet sich, er hatte Respekt, wusste vor dem Kampf, was auf ihn zukommt. Und genau das ist eingetroffen bisher. Absolut. Und der Albisaner hat es gesagt, im Ringecke der Gabor Veto. Das ist einer der erfolgreichsten Profi unter Schweizer Lizenz. Boxt er hier im letzten Jahr? Ja, und er ist auch ein ausgezeichneter Trainer, weil er einen Kampf lesen kann. Gab es ja gestern das offizielle Wiegen. Alle haben es geschafft. Es ist ja üblich im Boxsport, dass abgespeckt, will ich nicht sagen, das wäre das falsche Wort, denn die haben ja kein Gramm Fett am Körper, aber sie müssen Gewicht verlieren. Und das ist dann normal, dass man in den letzten Tagen, Wochen 3, 4, 5 Kilo abnehmen muss. Wir sagen dem abkochen. Nicht abspecken, abkochen. Aber das ist immer sehr ungünstig. Das sollte man eigentlich nicht machen. Ja, gab es da die Worte aus der Ecke, dass er nun aktiv aus der Pause rauskommen soll? Nein, das ist der Jakobian. Können ihn nicht einmal die Trainer zurückhalten? Er kann den Kampf lesen. Er kann den Kampf lesen. Und was man sieht bei ihm, das ist die Geschwindigkeit, oder?
Er hat einen grossen Handspeed, wie man so schön sagt, und kann den perfekt einsetzen. Und oben, hoppla. Der Gegner muss angezählt werden. Marcel wird erzählt. Der Kampf ist wieder freigegeben. Suchst du als Boxer dann automatisch noch einmal die gleiche Stelle, oder? Wenn es geht, ja. Aber man sieht jetzt typisch den Handspeed von Jakobian. Das macht es einfach aus. Darum kommt er an. Also diese dritte Runde gehört im Moment klar. Ando Jakob. Wir nehmen Jakobian. Zweiter Niederschlag. Ja, der zweite war der eine zu viel. Also auch Jakobian schlägt seinen Gegner mittels K.O. Und wir müssen sagen, das war eine reife Leistung. Absolut. Typisch Jakobian. Ein sehr sympathischer, volksnaher Boxer auch, der auch nicht vergessen hat, von wo er kommt. Kam ja als Flüchtling in die Schweiz und bietet nun auch Flüchtlingen hierzulande Gratis-Trainings an. Auch eine schöne Aktion, wie ich finde. Absolut. Der Jakobian hat nicht der einfachste Charakter. Er ist unglaublich impulsiv. Und das hat ihm schon Schwierigkeiten gebracht mit Betreuer. Aber er wird reifer. Und vor allem reift er auch im Boxen. Macht ja im Moment fast alles selber. Boxer, Trainer, Manager, alles in einem. So organisiert er auch seine Kämpfe selber. Hat gesagt, ja, meistens geht sein Tag 25 Stunden. Was ich sagen will, er gibt alles in diesen Sport hinein. Ja. Bewusst ist er. Ja. Wir ergeben nach unten zu Aldisaner, der wird dann gleich das Urteil verkünden. Ja, der Marcel Werther hat gesehen, er hat kontrolliert, ob die Bandagen wirklich in Ordnung waren beim Jakob. Das ist sein Künstlername, also sein Boxkünstlername vom Andranik, wie der richtige Name heisst, von Ando Jakob. Und die sind noch dran da. Wir verkünden jetzt das offizielle Urteil. Also die Bütz von den Helfern vom Levitzki sind eine gute Bütz gemacht. Er bringt den Händchen mit Türe fast nicht ab, so jetzt haben wir es. Also. Sieger durch K.O. in der dritten Runde, Ando Jakobian. So, Ando. Nicht über die volle Distanz, so wie ich dich einschätze und wie du da vor dir eingewärmt hast, hättest du den Ball etwas zu früh fertig geworden? Also ich hatte einen Plan, heute 6 Runden boxen. Und ehrlich gesagt, der Gegner ist eingesprungen. Also ich habe mega Respekt vor ihm. Er hat die meisten Kämpfe vor dem ganzen Event. Und an 2-3 Nacht schon mal müssen überlegen, wie ich gegen ihn vorgehe. Und jetzt habe ich nicht geplant, dass er so schnell der Kampf vorbei ist.
Und ja, besser für mich, aber ehrlich gesagt würde ich gerne noch länger boxen. Aber Respekt am Gegner, also wirklich, ich habe mega Respekt vor ihm. Und, ja. Nicht Angst, im Boxen reden wir nicht von Angst, sondern wir reden von Respekt, das ist völlig richtig. Genau, uns hat es durchgehauen, du hast in den ersten zwei Runden so ein bisschen den Gegner gelesen, sagt man dem, so ein bisschen geschaut, wie der herkommt. Und dann gesagt, vor allem mit dem Gabor Veto, so in der Pause wahrscheinlich die Devisen bekommen, so ab Runde 3 immer schauen, wo der Holz, der Bart in der Most holt. Genau, richtig. Also erstmal danke an mein Team, an Gabor Veto, an Mitch, an Milos, danke vielmals. Also ein Boxenstadt im Ring alleine, aber hinter dem Boxen ist eine ganz riesige Mannschaft. Das ist wirklich unglaublich, vor allem mich. Ich glaube, ich habe die meisten Sponsoren und die meisten sind auch da, haben extra Ferien abgebrochen, um meinen Kampf zu schauen. Also erstmal vielen Dank dafür. Die sind 24 Stunden für mich da, also wirklich, die sind nicht nur Sponsoren, sondern sind 24 für mich da. Ich möchte mich ganz schnell bedanken bei Herrn Tarmann. Der Mann hat noch Fuß. Ihr seht, der hat nicht über die 6 Runden über den Müssen. Er fühlt sich bei sämtlichen Sponsoren bedanken. Das ist auch richtig so. Und jetzt hast du vorhin gehört, die Kampfansage von Malichai, der gesagt hat, ich wollte morgen gegen Ando kämpfen. Was sagst du dazu? Erstmal, ich habe noch nie gehört, wer das ist. Zweitens, jeder, der Boxen weiß, hat gesehen 2014, dass ich ihn im Finale Schweizer Meisterschaft geschlagen habe. Und sage ich mal ein, zwei Punktrichter, die für ihn sind. Eigentlich hätte ich den Kampf TKO gewonnen, aber der ist nichts für mich. Also jetzt mal wenn... Ui, da bahnt sich etwas an. Da bahnt sich... Ich muss ja schauen, dass die Jungen nachher in die Kabine da, der Katapulter in den Rang herkommen. Aber das ist natürlich eine Kampfansage für das nächste Jahr. Kakobian gegen Malichai. Lassen wir das. Also, das letzte Wort noch. Also ganz kurz, wir sind beim Boxen und nicht Ping-Pong oder Tennis. Das ist auch so gut so. Und ich sage auch, was ich denke. Jeder weiß, dass ich der bessere Boxer bin. Und nur zum das, das Thema ist gegessen. Gut, merci vielmals. Ando Kakobian. Ah, herrlich, das, Ueli, das war dann mal eine Kampfansage. Ich bin mal gespannt, ist das ernst gemeint? Das ist ernst gemeint, weil das ist typisch der Kakobian gsi. So ist er. Und da hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Ja. Ob schon hier das Publikum angereist ist für einen Kakobian, ja, hat es gleich solche gegeben, die gesagt hat, jetzt tut er übertreiben. Hier noch einmal die Highlights zu sehen des zweiten Kampfs zwischen Andrane Kakobian und Ivan Levitskis. Hat diesen Kampf gewonnen durch technischen K.O. Wird ja dann im Januar sein Gym eröffnen in Baden. Wir dürfen gespannt sein, wie und wo der Weg weitergeht für Ando Hakob.